So. Ach, eigentlich kann man die hier auch wieder kaputt machen. Die Rope Coils sind eigentlich sehr wertvoll. So, machen wir es mal so. Ja, die Rope Coils sind ein bisschen wertvoll. Oh. Jetzt gibt's. Geht doch. Ja, die Rope Coils sind ein bisschen wertvoll, weil wir die noch nicht kaufen können. Und es ist auch eine super Neuerung hier in dem ganzen Spiel. Und zwar, Rope Coils gibt es erst seit der 1.2. Hm, ob ich da rüberkomme? Ich probiere mal kurz was. Jetzt wird es ein bisschen dunkel für euch. So. So. Okay. Dann muss ich mir mal da was einfallen lassen und muss ich mal kurz an die Luft, an die Luft, an die Luft. Oh. Ja, man kann hier auch ersticken und dann kriegt man sehr, sehr schnell Schaden. Also es zählt nicht 1, 2, 3, 4 wie bei Minecraft, sondern es geht ziemlich schnell. Oh. Wir haben jetzt gerade Seeds bekommen, das sind halt für meine Blowpipe. Sozusagen Munition. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz das Set ein bisschen richten. So. Gut. Hier die Blowpipe. Da haben wir jetzt zwei Seeds. Mit der Seeds kann man. Bob. Kann man halt schießen. Und gut, gut, dass wir eine Wasserchest haben. Sieht eigentlich genial aus. Ist so ein bisschen bunt. Ja, soll eigentlich so Seetank darstellen, das haben die aber so nicht geschafft gehabt. Jetzt muss ich mir, mach ich mal zwei davon. Ich gehe unter Wasser. So. Ach, brauchen wir noch nicht mal. Und nochmal. So. Da fallen jetzt ein paar runter. So, jetzt erstmal nicht stören. Viere. So. Und jetzt kommen wir rüber. Clever eingefädelt, das würde man vorher nicht können. Da hätte man jetzt in der Höhle ein bisschen was farmen müssen. Und dann, oder beziehungsweise hochstecken müssen. So. So. Schauen wir uns mal weiter an. Wir waren ja hier irgendwo an der. Oh, hier unten haben wir Eisen. Da müssen wir mal kurz den Holzfäller spielen. Ah, nerv nicht. Oh. Ich sehe schon, da unten kommt das nächste. Aber wir werden jetzt erstmal das hier. Dann hier ein bisschen frei machen. Das Eisen holen. Mal sehen, vielleicht können wir uns gleich eine Eisenrüstung machen. Das wäre sehr gut. Mal hier schon mal ein bisschen ordentlich. Jetzt. So. Mache ich das schnell ordentlich. So. Ah, da unten ist nochmal Eisen. So. 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 Puh. Schleimkämpfe hier. Aus manchen RPGs, also MMORPGs, kennt man das ja schon, dass man da gegen Schleime kämpfen muss, als Anfang. Das ist genauso wie hier. Terraria ist ja eigentlich so gehalten wie ein RPG, bloß in 2D-mäßig und halt als Minecraft. Und ja, man kann das halt so Multiplayer spielen. Man kann Einzelgame, man kann auch einen Server aufmachen. Aber es ist halt so, mit Servern kann man nicht viel anstellen. So. Ach, wo kommst du denn her? Du. Passt man einmal nicht auf. So, mach ich mal wieder hier zu. So. So. Blub. Das war's mit dir. Waren wir nicht in der Wüste gewesen? Ah, hier drüben. Sehr gut. Ach, hier haben wir noch eine Daily-Blume. So, nehmen wir noch das Copper mit. Da unten ist auch noch was.
So, und Kaktus werden wir mitnehmen. Kaktus kann man sich auch eine Rüstung craften, auch seit der 1.2. So. So. Stein nehmen wir uns auch mit. Stein ist ja auch momentan noch wertvoll. So, da haben wir schon unsere ersten Kisten, die wir auch nutzen können und voll machen können. Ich hatte schon mal eine Map gehabt, da war gleich am Spawn drei Kisten gewesen, nebeneinander. Aber nur Mist drinne. Und weit und breit eigentlich an beiden Enden ziemlich viel Wasser. Ich gehe einfach mal so durch. So. Nächsten Kaktus. Nächsten Kaktus. Wenn man die Blöcke unten abbaut, ist es viel schneller, wie ihr seht. So. So, den nächsten. Okay, anscheinend ist hier erstmal nichts. So, so dass ich hochspringen kann. So. So, nochmal ein bisschen ab runter hier. Sehr gut. Den kann ich jetzt noch abbauen. Und weiter geht's. Wir suchen sowieso die ganze Map und da unten haben wir eine Kiste. Sehr gut. Suchen sowieso in der ganzen Map erstmal ein bisschen was ab. Oben. Weil ihr seht, schon oben haben wir viel. Es gibt sogar auch fliegende Inseln. Und ja. Wir können ja mal kurz einen kleinen Vergleich machen mit der Karte. Das haben wir geschafft. Da ist unser Haus. Da sind wir. Und da ihr seht, das ist ein riesenlanger Weg noch. Deswegen große Map. Wir haben hier wir werden hier sehr viel Spaß haben. So. Hier werde ich mal wieder eine Fackel setzen. So, und jetzt werde ich mit denen erholen. Und da hinten ist noch eine Kiste. Sehr gut. So. Einmal bitte töten. Sehr gut. So. So. Und so. Hier noch schnell ran. Und was haben wir hier? Wir haben wieder Potions drinne. Wir haben wieder Copper Bars drinne. Und wir haben diesmal Glowsticks mit drinne. Glowsticks kann man im Wasser benutzen. Ich loote mal schnell alles und alles mitnehmen hier. Glowsticks kann man im Wasser benutzen. Da ist er wieder hin. Schleim. Ja, die kann man im Wasser benutzen. Da hat man auch unter Wasser Licht. Oh, Iron Skin Potion. Iron Skin Potion, habe ich vergessen zu erklären. Machen 8%, also 8 zusätzliche Defense dazu. Also Verteidigung. Rope Coils haben wir wieder. Ah, du. Jetzt reicht's aber. So, die können wir auch mitnehmen. Dann mache ich mir wieder zwei davon. Einmal dahin. Und noch einmal dahin. So. Sollte reichen. So. Wenn wir das Gras kaputt machen, kriegen wir auch die Seeds. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein bisschen mehr raus. Und zu erfahren, ob die jetzt Corruption haben. Oh, hier schneit's. Die kommen ins Schneebiom. So. Die nehmen wir natürlich mit. Oh wei. Ach, ich mach's ganz einfach. Müssen wir nicht jedes Mal. So. So, einmal wieder ausmachen. Und wir sind im Schneegebiet. Sehr gut. Ach, wir haben hier was vergessen. Ich werde nachher nochmal kurz in die Höhle gehen da. Wir müssen sowieso bald zurück. Und dann werde ich auch mir da das Eisen holen. Vielleicht finden wir oberhalb noch hier so eine schöne Eiskiste. Obwohl, die gibt es eigentlich nur im Untergrund. Na gut. Na gut, lasse ich erstmal so. Scheiß auf oder wie nennt sich das? Ach, scheiße. Perfektionismus oder so. Ach, ich bin momentan ein bisschen... ja, wenn man krank ist, ist es ein bisschen doof. Da ist man nicht nur im... normal krank, ist auch kopfkrank. Muss man ehrlich zugeben. Ein halber Zombie ist man da. So. So, wir haben ja auch noch unsere Spikes. Habe ich ganz vergessen. So. Mal sehen, wie weiter wir verfahren. So. Ach. Machen wir den Baum kaputt.
Das ist ein ganz normaler Baum, wie in der normalen Graswelt. Und hier gibt es auch Eisblöcke hier. So, mit dem Schneebiom kann ich auch was Geniales erzählen. Meine ganz normale Welt, meine allererste Welt, wo ich die gemacht hatte, war auf einmal auch Schneebiom. Ja, habe ich mich gefragt, wie kann das gehen? Und zwar ist das nämlich ein Bug gewesen. Es kann ab und zu passieren, zu 1 zu 3000 war das, glaube ich, dass eine Schneewelt generiert. In der 1.1.2. Und das Schneebiom ist erst seit der 1.1.2. Ja. Und ich habe die Welt in der 1.1.2 begonnen, meine allererste Welt. Ja, das war halt das Problem. Jetzt musste ich natürlich überlegen, ist das nur eine Bugwelt oder nicht? Es ist momentan ist sozusagen eine Bugwelt gewesen. Und ja. Oh nein, wir haben Corruption. Na gut. Gut, das war alles, was ich sehen wollte. Wir haben eine Corruption-Welt. Also wir spielen sozusagen auf dem Stand 1.2. 1.1.2. Und ja. Upp, weg mit dir. Du nervst. Geht doch. Ja, wir spielen auf der 1.2. 1.1.2. Mensch, mit den Zahlen ist ein bisschen durcheinander hier. Gut. Ja, wie gesagt. Die Update-Nummer ist halt die wichtigste, weil man kann sich da richtig gut verhaspeln. Ah, wie kommt man da hoch? Ich baue mich jetzt hier durch, ich brauche ein bisschen Schnee. Ja, also wie gesagt, mit der Update-Zahlen kann man sich ein bisschen verhaspeln. Aber es ist eigentlich simpel, wenn man es kann. So. Wie gesagt, ich bin auch, muss ich ehrlich zugeben, ich bin etwas aufgeregt bei der Aufnahme, weil von vielen wird das gewünscht und ich möchte halt die Aufnahme nicht hier so schlampig abfordern. Soll auch ein bisschen Spaß machen dabei zum Zugucken. Und ja, wie gesagt, so ist, ich möchte hier nichts Schlampiges abgehen. Ich möchte einfach bloß ein normales, neues Let's Play anfangen, wo ihr auch dran Spaß habt. So, da komme ich jetzt noch nicht hoch, aber jetzt. Mache ich das mal hier runter. So. Und weiter geht's. So. Wir haben 171 Holz. Das sollte erstmal reichen für unseren Gebrauch. Später werden wir das Haus noch ausbauen. Das wird dann halt kein Holz sein. Das wird dann mehr so Stein sein oder sowas. Und ja, hier ist das Gute. Hier kann man sozusagen kein Holz verbrennen. Also hier würde nichts brennen. Hier gibt es halt nur Debuffs oder so, das ist ganz normal. Nicht so wie bei Minecraft, wenn man jetzt so neben Lava Holz steckt oder so, dass das Holz dann anfängt zu brennen. So, holen wir uns das Eisen noch raus. So. Gucken wir nochmal schnell hier, ob ich da was finde. Oh, ein Voltula. Nee, Voltur. Mal sehen. Es gibt auch Monster-Banner, also Monster lassen auch ab und zu Banner fallen. Banner sind halt normale Stoffhützen, die nach unten hängen, wie ihr manchmal aus solchen Königreichen kennt. Die dann halt das, sozusagen das Königsreich-Symbol haben. Oder je nachdem. Ja, gut. Eingesperrt. Perfektes Loch. Ups. Ja. Pup, pup. Ne, einmal hier hoch. So. Also, jetzt steht noch da, sehr gut. So. Jetzt komm. Ja, sehr gut. Die geben ein bisschen mehr Copper. Ah, Mist. Und hier haben wir einen dicken Schleim. Ah, ne, ein Purple. Der sieht bei mir blau aus. Die habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Ja, gut. Puh, jetzt bräuchten wir eine Waffe mit Knockback. Rückstoß. Na gut, wir müssen uns einen kleinen Fußmarsch jetzt anlegen durch die Nacht. Aber wir sind ja eigentlich schon mal gut im Begriff. Wir haben ein gutes Schwert. Wir haben eine kleine Rüstung. Wir haben ein bisschen Verteidigung. Und ja, das sollte jetzt erstmal laufen.
Ja, es sieht gerade ein bisschen dunkel aus. Ich kann ein bisschen mit der Fackel durchgehen. Hier mit dem Glowstick. Wenn ihr jetzt hier seht, ihr könnt auch unter Wasser mit dem Glowstick arbeiten. So, Zombie killen. Schnell töten, sehr gut. So, ach, wir sind ja schon hier. Es ging ja schnell. So, einmal runter und ihr seht, es leuchtet unter Wasser. Anders als die Fackel. So, aber die Glowsticks verschwinden immer. Das ist der Nachteil daran. Autsch. Unter Wasser haben die selbst sogar so einen harten Rückstoß. Von der anderen Seite. Oh, wir sind gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, unser Grabstein wird nie dastehen. Ich werde mal hier den Spawn ein bisschen ausleuchten. Gerade Fläche schaffen. Wir sind auch ziemlich hoch, muss ich gerade feststellen. So, ja gut. Da ist ein Zombie. Ich will mir aber den Stern erholen. Ah nein, jetzt hat er den NPC gewittert. Ach nee, die können ja die Türen erst öffnen, wenn es Blutmond ist. Es ist noch so ein. Es gibt verschiedene Events, die ich euch natürlich auch noch zeigen werde. Da haben wir zum Beispiel diesen roten Vogel. Der ist nicht böse. Ist ein neutraler, ganz normaler Vogel. Bloß, dass er rot ist. So. Na, jetzt komm her. Ja. Und. Ja, jetzt komm her, du. Geht doch. So, mal sehen, ob wir unser Geld wiederholen können. Mach Platz, Hase. Mal sehen. Ach, jetzt versucht wieder jemand an der Hütte. Und ein Zombie. Da ist der rote Vogel, der nennt sich. Bleib mal stehen. Kardinal. So, dich hau ich jetzt erstmal. Weiche, sehr gut. Ich will nämlich mein Geld noch haben. Ich mache mal wieder Licht hier. Oh, ein neuer Stern. Ah, da ist der nächste Stern. Ah, Mist. Einmal schnell Trank trinken. So, und schnell hier killen. Sehr gut. Puh, hat doch geklappt. So, ich mache wieder Licht für euch. Muss ich mir ein bisschen angewöhnen, dass ich hier mit dem Licht hier jetzt herumrenne. Oh. So. Mach ich cool. Hol ich mir kurz den Mushroom. Und weiter geht's. Ja, ihr seht schon, es ist nicht einfach in der Nacht zu kämpfen, weil wenn da dann auf einmal so ein Zombie ankommt mit so einem Knockback, dann. Ja, dann ist vorbei. Das ist ein Goldfisch, den werden wir uns gleich holen. Ah, Mist. Ah, das ist keiner mit Knockback. Ah, jetzt hat er unseren Goldfisch gekillt. Kann ich mich jetzt nur bedanken. Sehr gut. So. Oh nein, wir müssen auftauchen. Oh, 35. Wir nehmen den nächsten Trank. So. Wir könnten auch aus irgendeiner Höhe, sagen wir mal aus, ja, aus der größten Höhe, die geht, könnten wir ins Wasser fallen. In ein tiefes Loch Wasser, wo wir reinpassen. Würden wir keinen Schaden nehmen. Das ist wie so eine Art Puffer. Oh nein, 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 nein. Auftauchen. So. Kriege ich von beiden Seiten Besuch. Dreh dich doch um. So, unser Grabstein fliegt. Da. Bupp. Und er steht sogar. So, und das, was jetzt hier unten steht, also hier unten. Das habe ich gerade mit dem Finger gezeigt. Mensch. Ah.
Ja, immer was hier unten steht, das ist halt das, was wir, was auf den Grabstein oben steht. So. Geld müssen wir uns natürlich wiederholen. Ja, ich kämpfe mich durch die Nacht. Oh, mit einem Glowstick. Ihr seht, also die Gegner sind schwer. Wir sind jetzt schon zweimal gestorben, nur durch normale Zombies. Das ist schon krass. Später denn sind die Zombies einfach denn. Aber jetzt sind sie halt noch schwer. Jetzt gibt's Kloppe. Den nächsten. Ich mache mal hier Licht. Clean Spot. Bup. Oh. Bisschen die Nase rümpfen. Ich mache mal hier was hin, dass wir auch ein bisschen Licht haben dann im Wasser. So. Ah, du gehst mir auf den Senkel. Verschwinde. Warten denn noch 13? Ja, 13 zieht uns ab. So. Mit einem Crit. Also wenn die Zahl ein bisschen, so wie gerade, ein bisschen döller aufhebt, ist es ein Critical Hit. Also ein kritischer Treffer. So. Gerettet. Oh nein, ein Mini-Zombie. Kommt der denn her? Das ist mein erster Mini-Zombie, muss ich feststellen. Ich habe immer solche normalgroßen gehabt oder Giants. So eine mega großen. So, den habe ich mitgegeben. Ja, sehr gut. So, da unten kommen die nächsten, die was wollen. So, 17 Coins haben wir genommen. Aber da fehlt da noch was. Also man verliert das Geld, aber man kann es später wieder aufheben. Ah, nein, 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 nein. Trinken. Mit der Schnelltaste H kann man nochmal seine Tränke schneller nehmen. Muss man sie nicht immer unbedingt dazu nehmen. Ah, ich bleib mal hier. Ich würde mir ja gerne da unbedingt das holen, aber ich passe auch oft ein bisschen auf, dass ich hier keinen Schaden nehme. Ui. Schnell oben. Ui. Ja, jetzt komm. Puh, das war knapp. So, jetzt so schnell die hier killen. Oh, Arcane Charcoal. So. Und Headstone mitnehmen. Oh nein. Jetzt sind wir geliefert. Die sind richtig schwer. Gegen die kämpfe ich eigentlich ungern. Obwohl das Pfeile geben. So. Wir haben auch noch keinen Bogen. Da kommt der nächste Zombie. Gegen zwei Zombies werde ich jetzt nicht mehr kämpfen, weil ihr habt es jetzt auch wieder am Ton gehört. Der Tag ist wieder angebrochen. Und jetzt, hui. Hören als wenn der an Land kommt. Vielleicht kann ich den dann doch noch ein bisschen ärgern. Ja, ah, Mist. Vielleicht hier? Ah, Mist. Ja, zwei Pfeile nur. Naja, gut. Besser als nix. Hat sich ein bisschen gelohnt. So. Wie viel Schleim haben wir denn überhaupt? 72. Sehr gut. Puh, dann ab nach Hause. Ah, wir können ja mal hier einen runterschmeißen. Und wir sehen rein gar nichts. Puh. Dachte jetzt gerade, wir müssen nochmal das ausbauen, aber es hat ja gut geklappt. So. Der Schleim ist auch tot. Und weiter geht's. Juhu. Hui. Hopsa, hops. Also wir sind nur am Springen hier. So. Ja. Mal sehen. Ach, wir haben hier wieder. Können wir wieder ein bisschen was abfarmen. Sunflower. Bisschen. Also gelbe Margerite.
Und ja, dann würde ich mich ein bisschen am Hausbau befreuen. Wir haben noch ein bisschen Körper übersehen. Und ja. Gut, unser NPC ist draußen und ihr seht schon, unsere Bäume sind gewachsen.